Bitte lass es keine Todeskarte heute sein. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario plus Rabbitus Kingdom Battle. Auch bekannt als Mario Rabbits Kingdom Battle. Wir sind hier direkt vor dem fünften Kapitel stehen geblieben. Eine Kiste. Haben wir die übersehen? Weiß es nicht. Und ein Bonus? Hatten wir den schon? Der sieht nämlich neu aus. Ja, eben. Yahoo! Bitte sei nicht so schwer. Ah, aber überschaubar. Auch in der Zeit. Ja, also. Das ist ja ein unnötiger Bonus. Beziehungsweise wir kriegen eine neue Waffe. Nein, nicht unnötig. Aber der war relativ easy. Gut. Und zwar für Rabbit Luigi. Endlich! Ich finde, der ist immer so schwach gewesen. Der braucht jetzt auch mal ein Upgrade. Vor allen Dingen, da jetzt der nächste Boss kommt. Also Miniboss halt. Im fünften Kapitel. Und ich würde vorher noch gern ein bisschen. Vor allen Dingen bei, so eine neue Primärwaffe machen. Nein? Du? Ne? Aber Rabbit Luigi. Da wird schon wieder was angekündigt. Gegen Verteidiger. Ach komm. Ja, es gibt noch Verteidiger. Luigi, du brauchst keine Waffe. Sekundär. Oh, nee, doch nicht. Aber bei. Nein? Aber hier. Ah, der hat keine Sekundär. Okay. Kurz im Skill. Oh. Stammschaden 50. Multi-Heldensicht. Ah, schade, ist zu teuer. Auf jeden Fall, das hier ist wichtig. Dreimal Raserei. Mehr Heilung natürlich sofort drin. Und einen größeren Radius. Rabbit Luigi. Rein da. Du hast immer noch keine Sekundärwaffe. Aber warum kann ich hier nicht rüber? Was doch. Ach, ich brauche alles von da unten. Ja, okay. Rakete. Was Neues gelernt. Bei ihm würde ich noch ein bisschen auf die KP gehen. Geht nicht mehr weiter, okay. Bei Luigi auch. Also bei Luigi, auch wenn er hier. Ihr seht, Luigi hat 160 KP zum jetzigen Zeitpunkt. Das geht überhaupt nicht. Eisenblick den Schaden erhöhen. Bei 5 kann man sich das betreffen. Mario braucht. Also, ich will bei Mario auf jeden Fall auf den Multi-Eisenblick gehen, weil dann kann man zweimal schießen. Und dafür braucht er noch etwas. Starten wir einfach mal den Boss: Die Torenknacker. Danke, Rabbit Luigi, dass du uns das Tor eröffnest zu Bowser Jr. Oh nein. Blizzy und Sandy. Eiskalte Füße. Das könnte lustig werden. Besiege den Miniboss. Diesmal sind es zwei. Die sehen beide zwar cool aus, aber ich mag die gar nicht. Ich finde diesen extrem unnötig im Spiel drin. Was habt ihr denn sonst jetzt? 200? Und du hast Schurkensicht. Also jetzt mal Kraftpaket, damit ich alle meine Leute hier stärker mache. Und dann gehen wir einfach mal so richtig, richtig volle Kanne da rein. Okay, Mario, wenn du dich da hinstellst, können beide deiner Freunde vorspringen. Das wäre schon mal eine gute Entscheidung. Mm-mm.
Wieso treffe ich die nicht? Dann stellen wir uns da hin. Viel zu offensiv, gell? Wir stellen uns da hin und schicken die Bombe. Die sollte einen auf jeden Fall erreichen. Und sogar ziemlich Schaden machen. 30% Chance auf Honig. Ich würde zuerst auf Blizzy gehen, weil der sieht stärker aus. Beziehungsweise er hat weniger HP. Und er hat Präzision und er kann ultra weit laufen. Bitte mach einen Crit. Honig, komm. Dafür kann Mario ihn jetzt aber auch treffen. Ja, super. Mario, dann schieß mal du. Komm. Schön mit dem Crit. Schade. Und Rabbit Luigi springt da hin und nimmt den ersten schon raus. In der ersten Runde. Wow. Also Leute, ihr wisst, es lohnt sich, auch wenn ich hier aussehe wie so ein seelenloser Zombie. Weil ich so durchsichtig bin. Das liegt. Wenn es weißes Licht bei meinem Monitor gibt, wird automatisch mein Gesicht heller gemacht. Und es wirkt dann blau wegen dem blauen Licht, was ein Monitor ja ausstrahlt. Je mehr weiß drin ist. Deshalb, bei einem Bluescreen ist das semi, aber ja. Als ob der erste schon groß ist. Wachmacher? Lohnt sich nicht. Okay, Zug wird abgegeben und Sandy ist am Zug. Er muss auch an SpongeBob denken, drückt einen Live. Und wir wissen, was Sandy genau macht. Also Sandy scheint als letzter zu ziehen. Sandy, du bist tot. Okay, einmal ein Safe, das heißt Mario dasht ihn. Mario wird ihn dashen. Und Mario wird sich hinter ihn stellen. Mario wird ihn dashen und sich dann hinter ihn stellen. Und dann mit dem Hammer drauf zu hauen durch. Sowas von da drauf. Crit. Perfekt mit Honig. So. Rabbit Luigi. Was soll der bloß machen? Rabbit Luigi, du stellst dich dahin und schießt auch volle Kanne auf Sandy drauf. Beziehungsweise. Dein Raketenwerfer ist relativ schlecht, gell? Habe ich das? Ja, hab ich richtig. Pam. Dann zündest du den Schwachmacher. Und Mario. Du haust Sandy so rein. Sprung. Ist damit der Honigeffekt weg? Ja. Als ob. Und machst Heldensicht an, sobald er sich bewegt. Rebel Peach, du dashst den noch. Ja, und dann können wir uns eigentlich offen hier hinstellen. Weil danach ist das Spiel eigentlich schon vorbei. Sobald er sich bewegt, kriegt er. Spiele ich noch eine Heilung? Man weiß ja nie. Nicht, dass es nachher nicht reicht. Nein, genau, wenn der sich jetzt bewegt. Nein, dann geht die Ulti auf ihn. Er ist doch noch nicht tot, sag ich doch. Lieber nochmal die Heilung gespielt. Nein! Aber nächste Runde. In der dritten Runde. Oder in der zweiten. Nee, in der dritten Runde einen Gegner rauszumachen. Hm? Einen Boss. Schmeiß, komm. Du kriegst selber da den Schaden. Du kriegst einen Dash. Und Rebel Peach schießt ihn einfach kaputt. Tschüss. Mein Freund. Win! Innerhalb von 9 Minuten. Ein Bonus gemacht. Die Kiste geöffnet. Kurz Level upgraded. Und 2 Minibosse gleichzeitig besiegt. Was zum. Ah, unser gefrorener Freund hat endlich beschlossen, sich uns anzuschließen. Eine blasse Imitation des Originals. Klar. Aber dennoch. Wartet mal kurz. Jeder verbindet den Kampf gegen Bowser Jr. ist selbstverständlich willkommen. Ich schlage vor, wir ziehen uns in den Pilzpalast zurück, um unseren Freund auf den neuesten Stand zu bringen.
Ist das nicht episch? So begrüßt man doch neue Freunde gerne. Ja. Hier, 3 von 7 Runden. Wir sind perfekt. So. Lauert Gegnern auf und schlägt dann hart zu. Bombastischer Sprinter erwischt 3 Gegner hintereinander mit Raserei und jagt sie hoch. Und 12 neue Waffen sind verfügbar. Hieß es nicht. Egal. Wir werden. Der müsste ja relativ. Yo, hat der viel. Aber der wird erstmal auf den Grundstand gebracht. Auch wenn ich gar kein Fan vom Magnettanz bin. Dann kriegst du erstmal noch ein Leben. Nee, du hast ein Schild. Okay. Weg da, klar. Eine extra Raserei. Ja, ja, alles gut. Und dann geht das auf. Mario, du kriegst endlich die doppelte Heldensicht. Ja. Für 10 kann man sich nichts mehr kaufen, was sich lohnt. Höchstens hier oben noch dieses Münzgedöns. Gibt halt mehr Münzen bei einem goldenen Treffer. Aber ob sich das am Anfang lohnt, ich weiß ja nicht. Mehr Schaden durch Raserei. Ja. Du auch, wenn das so billig bei dir ist. Nein, das ist nicht so billig. Ah doch, halt hier. Teamsprung, nein. Nein. Hochsitzbonus, brauche ich nicht. Okay, und Luigi kriegt... Reicht's für eine Heilung? Nee, 100! Ja, nee, Luigi. Also, nee. So, Waffenauswahl. Mario ist immer im Team dabei. Wie war's das gegen die Hilfe? Bei Mario will ich auf jeden Fall Honig. Ja. Und sekundär braucht Mario natürlich auch was. Ach, gibt's nichts Neues. Okay. Rabbit Peach wird auf jeden Fall im Team bleiben. Dann ist ja jetzt schon klar, wer gehen muss. Der gute Rabbit Luigi verlässt unser Team. Der hat auch keine neue Waffe bekommen. Und stattdessen kommt hinein Rabbit Mario. Der eine Spreizschuss-Schrotflinte als Kanone hat. Sieht extrem cool aus. Sieht denn die letzte von ihm aus? Oh. Es tut mir leid, Rabbit Luigi. Du hast uns gut gedient, du warst sehr gut. Aber wir müssen auch Rabbit Mario jetzt supporten, weil Rabbit Mario richtig, richtig cool sein kann. Wenn man gewisse Vorlieben hat, was das Kämpfen angeht. Okay, können wir nicht machen. Nämlich seine Donnerbüchse schafft es, einen Schuss abzugeben, der sehr viel Fläche trifft. Und nicht jetzt nur so einen Gegner trifft, wenn da mehrere stehen, dann ist, also dann ist der Schuss so, zack, teilt sich und trifft dadurch mehrere Gegner. Ja. Ja, der Experte. Ich kann euch gleich zeigen, was ich meine. Ich kann es euch doch, ich zeig's euch aber. So. Und zwar, indem ich Rabbit Mario fliegen lasse. Und zwar hierhin. Da trifft er jeden Gegner, der da steht in der Reihe. Nämlich, so sieht die Donnerbüchse aus. Ihr seht, vorne macht sie mehr Schaden als hinten. Aber bei einem gescheiten Treffer hier, da sieht das... Das ist einfach nur cool. Ihr seht schon, einer ist direkt raus. Der Heiler... Ziemlich loser Leibwächter. Reduziert Bewegungsschaden. Der Magnettanz lässt Gegner anziehen. Heißt, wenn man sie anzieht, kommen sie näher. Und wenn sie sich bewegen, kann Mario sie mit seiner Ulti weghauen. Ganz simpel.
Und damit haben wir schon die erste Reihe an Gegnern. 3 Stück in einer Runde direkt gekillt. Und ich habe schon wieder Probleme mit dem Blue Screen. Nee, ich hab's gemerkt. Und tschüss. Man hätte dich bekannt zu haben, aber du musst leider weg. Wir waren vor dir da. Ist das eigentlich ein erreichendes Gebiet oder Just Fight? Just Fight, okay. Ich würde gerne noch das Geld einnehmen. Ja, also ich mag das Spiel immer noch, Leute. Ich kann es euch immer nur empfehlen. Das heißt Mario plus, also Mario und Rabbids Kingdom Battle. Das ist extremst cool. Grobian, da können wir jetzt viel schneller rausnehmen. Durch die neue Heldensicht, die wir uns jetzt gekauft haben. Geld. Mario, du springst. Du kannst sogar schon da hoch. Mario, du stellst dich nach da oben. Mario, du bist super. Mal kurz mit den Tristen, du. Wenn der Grobian jetzt da reinläuft, gibt's doppelt hier. Ja, mit Peach kannst du... Ne, wer konnte zwar... Luigi konnte zweimal springen. Genau, der war das. Einer kann nämlich zweimal springen, wenn man das auflevelt. Da kann man von einem Typen zum nächsten springen und dann nochmal weiter. Ich schicke die Bombe. Doch, zu dem Dude. Klar. Er schießt auf die Bombe, weil die sich bewegt. Ha! Ja, wie cool. Und Rabbit Mario darf sich hier nicht... Doch, darf sich hier hinstellen. Ist aber nicht empfehlenswert. Was ist denn da drüben los? Gibt's hier Gegner? Nee, gell? Es sind bloß die drei da noch. Dann stellt sich Rabbit Mario dahin, auch wenn es ein bisschen gefährlich ist wegen der Stoßkiste. Trifft aber keinen Gegner. Okay, dann mal gucken, wie das jetzt aussieht. Natürlich läuft der zuerst. Nein, er schießt. Lauf nicht in die Raid. Yes. 1. Honig. Bam. Okay, eine Heldensicht ist jetzt dadurch verfallen, dass er da reingelaufen ist. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Rabbit Peach kann ihn jetzt rausnehmen. Ja, Rabbit Peach nimmt ihn jetzt raus. Und die anderen beiden kümmern sich um den nächsten Grobianus da hinten. Tschüss. Ach zur Hölle. Pam! Es tut mir leid für alle Leute, die Kopfhörer sind, die nicht benutzen. Ich kann mich hier hinstellen. Hier, er wird nicht hochkommen. Egal wie, er würde... Also halt, er muss ja erstmal dieses Dings da hochlaufen. Das ist ja eine erhöhte Position sozusagen. Das heißt, ich mache auch automatisch ein bisschen mehr Schaden. Ja, wie cool. Zack. Also er wird vielleicht schon hochkommen. Aber ja, eben, er läuft hinten rum. Was ein Blödian. Ich glaube, das war der schlechteste Wortwitz, den ich jemals gebracht habe. Mario, du kannst ihn rausnehmen. Der Hammer hat... Ah, nee, der Hammer hat plus 2. Also Mario, wenn du Glück hast, nimmst du den jetzt raus. Aber nur, wenn du wirklich, wirklich gut bist, okay? Das heißt, du musst dich jetzt völlig konzentrieren. Wir müssen Kraftpaket auf jeden Fall stärken. In manchen Situationen ist das echt gut zu haben. Okay, nein, du schaffst es nicht. Aber du könntest Honig haben. Mach Honig. Mach doch Honig. Ja, er wird uns... Er trifft uns nicht. Irgendeiner. Hier, du da. Du hast da was ganz Tolles. Bring den weg von Mario. Okay. Jetzt muss er trotzdem noch ein Stück laufen, aber ja. Oh, schon wieder 18 Minuten, wie schnell das immer geht. Ja, wir haben auch schon fast 0 Uhr, noch 12 Minuten. Okay, er kommt trotzdem zu mir. Machen wir das. Dafür wird er sterben. Ich stelle mich wieder genau an dieselbe Position. Benutzt sogar den Hammer, um ihm lebwohl zu sagen. Na, riesen Explosion! Okay, oder? Tschüss! Ach ja. Ist das nicht schön? Der Rebel Peach stellt sich auch, also. Gut. Ah, stimmt, du machst einen Raserei-Dash. Damit kriegt der noch Stoß. Ich hoffe, ich werde davon jetzt nicht beeinflusst, wegen der Kiste. Nee, werde ich nicht. Ah, und die Kiste bleibt. Okay.
Das heißt, du bist weg. Zack, pam, weg, tschüss. Dann 4 von 7 Zügen, perfekt, sehr schön. Direkt der nächste Kampf. Ich mag das nicht so, wenn die Kämpfe so hintereinander gestackt werden. Das sieht mir aber eher nach so einem Erreiche das Zielkampf aus. Es scheint etwas mehr zu sein, Leute, da ich eine Cutscene sehe. Das heißt, wir müssen leider warten. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es ist wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dann. Ciao.